Ihr seht hier das Sony Ericsson Xperia Play, welches über eine komplette PlayStation-Konsole verfügt, die wir uns mal genauer anschauen. Dafür schiebe ich das Handy hier einfach seitlich auf. Und dann seht ihr hier schon die Konsole, die sieht genauso aus, wie wir es von der normalen PlayStation eigentlich gewohnt sind. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, sind hier diese Touchpads. Die ersetzen natürlich die Knöpfe von der normalen PlayStation-Tastatur. Sie habt schon gesehen, als wir das hier geöffnet haben, da wurde hier unser Xperia Play geöffnet. Wir haben hier unsere Spiele, die wir bereits auf dem Handy haben und hier nochmal mehr Spiele, die wir auswählen können, sowie hier vorne den Punkt, zum Android-Market zu gehen, wo wir hier dann verschiedene Spiele haben, die wir dann runterladen können. So, wenn wir jetzt die Tastatur noch nicht ausfahren, können wir natürlich auch manuell in dieses Programm reingehen. Dafür gehen wir einfach ins Menü und hier vorne auf Xperia Play. Und dann seht ihr schon, da befinden wir uns dann in der gleichen Applikation. So, wir schauen uns einmal an, wie das aussieht, wenn wir ein Spiel starten. Dafür gehe ich einfach mal hier rein. So, und dann muss ich natürlich ein bisschen warten, bis das Spiel ganz hochgefahren ist und geladen ist. Das dauert dann erstmal einen kleinen Moment. So, da die Musik natürlich nur geringfügig nervt, schalten wir hier einmal aus unter Optionen. Und dann haben wir hier Music Volume und hier auch noch die Effekte. So, und dann können wir hier das Spiel auch mal direkt starten. Dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze hier so funktioniert. Also das Handy liegt so auf jeden Fall gut in der Hand. Man kann es so recht gut bedienen. Und ihr seht schon, das funktioniert eigentlich genauso wie auf einer normalen PlayStation-Tastatur. Also wer das Spiel kennt, der kann sich hier dann auch ganz einfach normal weiter bewegen. So, hier haben wir die verschiedenen Knöpfe. Also es funktioniert so eigentlich alles so wie es soll. Und macht auf jeden Fall Spaß, besonders wenn man dann unterwegs ist und man noch ein bisschen spielen möchte. Dafür ist es auf jeden Fall super geeignet. So, aber ich wollte euch natürlich nicht zeigen, wie schlecht ich spielen kann. Deswegen gehe ich hier mal raus. Also die Tastatur auf jeden Fall richtig super zum Spielen geeignet. Dafür ist das Handy ja auch gedacht worden. So, da wir natürlich nicht nur damit spielen können, sondern auch noch andere Sachen im Multimedia-Bereich damit machen können, gehen wir hier einmal in unsere Musik rein. Da sehen wir nämlich unseren MP3-Player. Hier natürlich Play und Pause, ein Track vor, ein Track zurück. Und da haben wir hier dann unsere Lautstärke-Wippe, die wir wählen können. So, das funktioniert richtig klasse. Hier vorne können wir dann noch zu unserer Musik gehen. Da haben wir die jetzt erstmal unterteilt nach Alben. Hier vorne können wir die dann nach Interpreten, Titeln oder Playlisten unterteilen. Und hier können wir auch noch eine neue Playlist erstellen. Wenn wir hier einmal auf Menü gehen, da haben wir dann den Equalizer, den wir noch ändern können. So wie hier vorne die Möglichkeit, diesen Song als Rufton festzulegen. Hier auf diesem Knopf, da sehen wir dann die aktuelle Wiedergabe. Und hier in der Mitte, da bekommen wir noch verschiedene Informationen zu unserem Interpreten. Also ihr seht schon, auch zum Musikhören eignet sich das Xperia Play auf jeden Fall. Verschiedene Applikationen haben wir hier dann noch wie den Timescape, in der alle Neuigkeiten aus sozialen Netzwerken zusammenfasst. Ja, den Android-Markt haben wir auch. Wir haben hier dann noch Google Maps und Google Mail. So wie hier vorne Office Suite. Also auch an Business-Applikationen mangelt es dem Xperia Play auf jeden Fall nicht. Also für unterwegs, für Unterhaltung, zum Spielen, Musik hören oder sonstigem ist es auf jeden Fall richtig super geeignet.